Was sind Fakten? Was sind Fakes? Das zu unterscheiden ist oft schwierig und deswegen müssen wir uns darin immer wieder üben. Das Werkzeug, das wir dafür schärfen müssen, heißt Rationalität. Leider ist uns die Evolution in Sachen Rationalität ein bisschen in den Rücken gefallen und hat uns nicht nur ausgestattet mit einer Wahrnehmung, die sehr anfällig ist für Sinnestäuschungen, sondern auch mit einem großen Drang danach, Sinneszusammenhänge zu konstruieren, Ereignisse und Erlebnisse sinnvoll in unsere Weltanschauung einzufügen. Fakten, Fakes und gefühlte Wahrheiten. Wir diskutieren heute darüber, warum es uns so schwer fällt, rational zu sein. Und damit herzlich willkommen hier im virtuellen Studio des Düsseldorfer Aufklärungsdienstes, das heute quasi auch das Düsseldorfer Stadtmuseum ersetzt. Denn dort findet gerade unsere große Ausstellung statt, der sogenannte DA Art Award, den wir im Abstand von 2 Jahren an Künstlerinnen und Künstler vergeben, die sich kritisch mit Religion, Esoterik und anderen gefühlten Wahrheiten auseinandersetzen. In diesem Jahr ist das Motto der Ausstellung: Wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und dieser Satz geht zurück auf Dr. Nathalie Grams, die Ärztin ist und früher auch eine engagierte Homöopathin war, sich dann intensiv mit den kritischen Argumenten gegen Homöopathie auseinandergesetzt hat, ursprünglich um die Homöopathie zu verteidigen, und in der Beschäftigung mit der Kritik nach und nach erkennen musste, dass sie aus wissenschaftlicher Sicht seriöserweise nur zu dem Schluss kommen kann, dass Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt. Inzwischen klärt sie nachhaltig über Pseudomedizin auf und erlebt das, was Aussteiger aus Glaubenssystemen oft erleben, nämlich geballte Irrationalität, Anfeindungen und auch viel Hass. Aber sie lässt sich davon nicht beirren und so haben wir sie nicht nur zur Schirmherrin des diesjährigen DA Art Award erklärt, sondern auch gleich ihren Satz "Wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus" zu unserem Motto gemacht. 631 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland sind unserer Einladung gefolgt und haben ihre Arbeiten zu diesem Thema bei uns eingereicht. 68 davon haben es in die Ausstellung geschafft und können täglich bis Sonntag noch dort im Düsseldorfer Stadtmuseum angeschaut werden. Und der Besuch lohnt auf jeden Fall. Also die Spannbreite der Interpretation dieses Mottos ist riesig und wir empfehlen wirklich, sich Zeit zu nehmen und durch die Ausstellung zu gehen. Als wir die Ausstellung konzipierten, haben wir geplant, 3 wissenschaftliche Vorträge inmitten der Kunstwerke stattfinden zu lassen, auch unter dem Motto "Wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus". Dann kam Corona und deswegen stehen wir heute eben nicht im Museum, sondern hier im virtuellen Studio. Neben mir steht unser erster Gast, Michael Schmidt-Salomon, der gleich seinen Vortrag halten wird und dann mit uns und euch darüber spricht. Ihr könnt, wie gewohnt, natürlich auch heute mit uns hier im Studio diskutieren. Eure Fragen dazu könnt ihr jetzt schon senden oder während des Vortrags senden, und zwar über E-Mail, auch über unseren YouTube-Chat und natürlich auch via Zoom könnt ihr euch ins Studio schalten. Ihr werdet betreut von unseren beiden Hosts, Chris und Andrea, die ich jetzt auch ganz herzlich begrüßen will. Hallo. Ich bin Andrea, euer Zoom-Host heute Abend. Und wenn ihr Fragen zum Vortrag habt, dann könnt ihr die über den Chat stellen. Das ist der Button unten in der Mitte. Da könnt ihr dann an mich Frage schreiben und ein Stichwort dazu, um was es geht. Und dann schalte ich euch frei, sodass ihr die Frage stellen könnt. Falls ihr eine Frage habt, aber nicht selber sprechen möchtet, dann formuliert sie aus und schreibt mir Vorlesen dazu. Dann stelle ich die Frage für euch. Ja, und ich bin Chris. Hallo. Ich sammle eure YouTube- und E-Mail-Fragen auf und stelle sie dann auch für euch direkt an Michael. Fragt zahlreich, ihr habt die Möglichkeit jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, vielen Dank an Chris und Andrea. Und weil jetzt alle technischen Fragen geklärt sind, kommen wir endlich zum Inhalt und zu unserem heutigen Gast, Michael Schmidt-Salomon. Viele kennen ihn bereits. Er ist Philosoph, Autor und Sprecher der Giordano-Bruno-Stiftung.
Er streitet für den evolutionären Humanismus und argumentiert inzwischen, muss man sagen, seit Jahrzehnten unermüdlich für mehr Rationalität und faktenbasiertes Denken. Sein Vortrag lautet heute Fakten, Fakes und gefühlte Wahrheiten, und er geht der Frage nach, warum es uns so schwerfällt, rational zu sein. Vielen Dank, Michael. Meine sehr geehrten Damen und Herren, manchmal beschleicht mich das Gefühl, in einem Irrenhaus zu leben. Dieses Gefühl ist nicht neu. Es ist keineswegs erst durch die Tweets von Donald Trump oder die abstrusen Corona-Verschwörungsmythen der letzten Wochen entstanden, sondern begleitet mich schon seit Jahrzehnten. Als ich über das Thema des heutigen Vortrags nachdachte, fiel mir eine Geschichte ein, die ich vor knapp 35 Jahren erlebt habe. Um sie zu verstehen, sollte man wissen, dass damals in den späten 1980er Jahren insbesondere linke und linksliberale Menschen konsequent auf Obst und Gemüse aus Südafrika verzichteten, um das dortige Regime zur Aufgabe der rassistischen Apartheidspolitik zu zwingen. Ich selbst habe die Kampagne damals entschieden unterstützt, arbeitete aber zugleich aushilfsweise im Obst- und Gemüsehandel meiner Eltern, wo es durchaus auch Waren aus Südafrika gab. Eines Tages kam nun ein sehr vornehm gekleidetes älteres Ehepaar in die Halle. Die beiden wollten Orangen kaufen, allerdings sollten diese auf keinen Fall aus Südafrika stammen. Ich war positiv überrascht, da ich diesem doch recht konservativ wirkenden Pärchen ein derartiges politisches Engagement gar nicht zugetraut hatte. Als ich meine Freude darüber zum Ausdruck bringen wollte, winkte der Mann jedoch sofort ab. »Nein, mit Rassentrennung hat das gar nichts zu tun«, sagte er. »Was die da unten in Afrika machen, das geht uns nichts an. Wir wollen bloß kein AIDS bekommen.« »Wie bitte?«, fragte ich. AIDS und Apartheid waren zwei große Themen der damaligen Zeit, aber dieser Zusammenhang war mir irgendwie neu. Die ältere Dame klärte mich auf. »Die Neger, die in Afrika die Orangen pflücken«, sagte sie, »haben doch alle AIDS. Und wir wollen uns auf keinen Fall mit dieser schwulen Krankheit anstecken.« Ich war sprachlos. Im ersten Moment wusste ich nicht, ob ich auf den Rassismus, die Homophobie oder das eklatante medizinische Unwissen der beiden eingehen sollte. Ich versuchte es mit Letzterem. HIV, das Virus, das AIDS auslöst, wird nicht über Lebensmittel übertragen, sondern nur über den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten wie Blut, erklärte ich. Lächelnd fügte ich hinzu, Sie müssen sich also keineswegs vor Orangen fürchten, allenfalls vor Blutorangen. Leider wurde mein Scherz nicht als solcher wahrgenommen. Vielen Dank für den Tipp, flötete die Dame. Fassungslos beobachtete ich, wie sie zu den Apfelsinen mit dem hellen statt dem roten Fruchtfleisch griff und an der Kasse bezahlte. Im Nachhinein habe ich über diesen Vorfall sehr gelacht, aber er war auch sehr lehrreich. Jedenfalls habe ich mir seither eine Maxime zugelegt, die sich über die Jahre hinweg bewährt hat. Unterschätze niemals die gigantischen Ausmaße, welche die menschliche Dummheit annehmen kann. Nun, so witzig diese kleine Anekdote auch sein mag, sie sagt natürlich nichts darüber aus, wie stark rationale bzw. irrationale Deutungsmuster tatsächlich in der Bevölkerung verbreitet sind. Um das zu ergründen, müssen wir uns empirische Studien anschauen, von denen es inzwischen erfreulich viele gibt. Interessanterweise vermitteln sie ein recht homogenes Bild, denn sie zeigen, weltweit unterliegen Menschen ähnlichen kognitiven Verzerrungen. Weltweit haben sie zum Beispiel große Schwierigkeiten, bedingte Wahrscheinlichkeiten richtig einzuschätzen und verschiedene Risiken rational gegeneinander abzuwägen. Dieser globale Befund weist darauf hin, dass unsere Realitätsverarbeitungsdefizite eine evolutionäre Grundlage haben, was wiederum bedeutet, dass es durchaus auch mit Überlebensvorteilen verbunden sein kann, die Realität in einer nicht adäquaten, kognitiv verzerrten Weise wahrzunehmen.
Der israelisch-amerikanische Psychologe Daniel Kahneman hat in seinem internationalen Bestseller Thinking Fast and Slow, Deutsch schnelles Denken, langsames Denken, an vielen Beispielen aufgezeigt, dass wir im Leben meist auf Autopilot schalten und unserer Intuition folgen, die uns schnelle Entscheidungen treffen lässt. Vermutlich hätten unsere Vorfahren gar nicht überlebt, wenn sie sich in Gefahrensituationen auf ihren bewussten, langsam arbeitenden Denkapparat verlassen und die für und wider verschiedene Handlungsoptionen sorgsam gegeneinander abgewogen hätten. Es war eindeutig die bessere Option, fünfmal unsinnigerweise vor einem Mäuschen zu flüchten, als einmal wohlüberlegt im Magen eines Löwen zu landen. Zwar sind die Löwen aus unserem Alltagsleben verschwunden, die Neigung zum schnellen, intuitiven Denken ist uns jedoch erhalten geblieben. Dank Kahneman und Co. wissen wir, dass uns dieses schnelle Denken häufig zu voreiligen, fehlerhaften Schlussfolgerungen verleitet. Dummerweise können wir dies jedoch kaum vermeiden, denn unsere geistigen Kapazitäten sind arg begrenzt. Wenn wir auch nur ansatzweise versuchen würden, all die intuitiven, schnellen Entscheidungen, die wir in jedem Moment unseres Lebens treffen, bewusst zu hinterfragen, so würde unser Denkapparat abstürzen wie ein Computer, bei dem Abermillionen komplexer Programme gleichzeitig gestartet werden. Aus diesem Grund ist es im Sinne einer Kosten-Nutzen-Effizienz nur rational, die Tätigkeit des ressourcenintensiven bewussten Verstandes auf ein Minimum zu reduzieren und ihn gezielt nur in jenen Notfällen einzusetzen, in denen wir mit dem schnellen, intuitiven Denken nicht mehr weiterkommen. Oft funktioniert dieses Wechselspiel recht gut, doch leider nicht immer. Denn die rasend schnell agierende Intuition ist in außerordentlichem Maße von sich selbst überzeugt, was zur Folge hat, dass sie ihren behäbigen Bruder Bewusstsein selbst dann nicht konsultiert, wenn dies dringend erforderlich wäre. Und so treffen wir viele wichtige Entscheidungen aus dem Bauch heraus, die wir im Falle einer bewussten kritischen Prüfung als unsinnig verworfen hätten. Damit haben wir eine erste Antwort auf unsere Titelfrage. Dass es uns Menschen schwerfällt, rational zu sein, ist nicht zuletzt auf die biologische Beschränktheit unserer geistigen Kapazitäten zurückzuführen. Weil das bewusste Denken anstrengend ist, verzichten wir gerne darauf und verlassen uns stattdessen auf Intuitionen, die höchst fehleranfällig sind. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass wir Menschen intellektuelle Herausforderungen gemeinhin meiden, wie der sprichwörtliche Teufel das Weihwasser. Arthur Schopenhauer meinte sogar, die tiefe Abneigung gegen geistige Anstrengung sei ein typischer Wesenszug unserer Spezies. Zitat: Die große Mehrzahl der Menschen ist so beschaffen, dass ihrer ganzen Natur nach es ihnen mit nichts ernst sein kann, als mit Essen, Trinken und sich begatten. Aus evolutionsbiologischer Perspektive wäre das auch verständlich, denn warum auch sollte der Mensch sein ressourcenintensives Denkorgan über Gebühr strapazieren, wenn sich solcher Ressourceneinsatz vielleicht gar nicht lohnt? Machen wir hier einen ersten Cut. Wir haben bis zu diesem Punkt der Argumentation kognitive Verzerrungen als evolutionsbiologisch bedingte Universalien betrachtet. Das heißt, als Phänomene, die man weltweit in ähnlichem Ausmaß beobachten kann. Es ist demnach völlig gleich, ob wir in Deutschland, Frankreich, Polen, der Türkei, den USA, in Indien, Südafrika oder China leben. Wir alle agieren weitgehend im Modus des schnellen Denkens. Wir alle meiden nach Möglichkeit das anstrengende, langsame Denken. Wir alle neigen deshalb auch zu voreiligen Schlussfolgerungen und lassen uns von diversen kognitiven Verzerrungseffekten wie dem Halo-Effekt, dem Anker-Effekt, dem Verfügbarkeitseffekt oder dem Bestätigungsfehler in unseren Urteilen täuschen. Das Interessante nun ist, trotz der Tatsache,
dass kognitive Verzerrungen weltweit in ähnlichem Maße auftreten, sind kognitiv verzerrte Weltbilder in einem sehr unterschiedlichen Ausmaß in den verschiedenen Regionen der Welt verteilt. Das lässt sich sehr schön an der Akzeptanz bzw. der Nicht-Akzeptanz der Evolutionstheorie aufzeigen. Aufgrund der unzähligen Belege unterschiedlichster wissenschaftlicher Disziplinen kann man heute mit vernünftigen Gründen nicht mehr an der Tatsache der Evolution zweifeln. Wird sie dennoch in einzelnen Ländern von Bevölkerungsmehrheiten abgelehnt, so müssen überaus mächtige kulturelle Verzerrungseffekte im Spiel sein. Vor einigen Jahren führten Dietmar Graf und Haluk Soran eine repräsentative Studie zur Akzeptanz der Evolutionstheorie bei Lehramtsstudierenden in Dortmund und Ankara durch. Die Ergebnisse waren erstaunlich signifikant. In Deutschland lehnten weniger als 20% der Studierenden die zentralen Aussagen der Evolutionstheorie ab. In der Türkei hingegen waren es über 90% jener Menschen, die später einmal Schülerinnen und Schüler unterrichten sollen. Wer jetzt aber meint, diese kognitive Weltbildverzerrung sei eine exklusive Eigenschaft muslimischer Länder, der irrt sich gewaltig. In den USA, dem noch immer mächtigsten Land der Welt, bestreiten nach einer aktuellen Studie aus dem Jahr 2019 ganze 73% der Bevölkerung die zentralen Aussagen der Evolutionstheorie. 40% der US-Amerikaner glauben sogar, entsprechend dem biblischen Schöpfungsmythos, dass die Erde erst vor rund 10.000 Jahren entstanden ist, also zu einem Zeitpunkt, als unsere Vorfahren bereits das erste Bier brauten. Macht man sich dies bewusst, so wundert man sich nicht mehr allzu sehr über die Tweets des amtierenden US-Präsidenten. Es kann einem aber auch Angst und Bange werden bei dem Gedanken, dass ein intellektuell derart unterentwickeltes Land über einen solch mächtigen militärisch-industriellen Apparat verfügt. Woran liegt es nun, dass US-Amerikaner und Türken mehrheitlich einen maßgeblichen Pfeiler des modernen Weltbildes leugnen, während Westeuropäer gegen derartig gravierende Weltbildverzerrungen weitgehend gefeit sind? Der Grund dafür ist sicherlich nicht, dass Westeuropäer in irgendeiner Weise intelligenter wären oder dass sie sich den allgemeinen Verzerrungseffekten besser entziehen könnten. Der entscheidende Faktor für das regional unterschiedliche Auftreten von Weltbildverzerrungen ist die jeweilige soziokulturelle bzw. weltanschaulich-religiöse Matrix, in die die Individuen hineinsozialisiert werden. Wir Menschen sind stärker als jedes andere Tier von den Vorgaben unseres kulturellen Umfeldes abhängig, denn wir sind zwanghafte Kopisten, die jede Information aus der Umgebung aufsaugen, um mit ihrer Hilfe jenes Set an existenziellen Gewissheiten aufzubauen, auf deren Basis wir später im Zuge des schnellen, intuitiven Denkens unsere Urteile fällen. Vor einigen Jahren habe ich den zugrunde liegenden Sachverhalt einmal so ausgedrückt: Der Mensch ist der Affe, der am besten nachäffen kann, ja, geradezu zwanghaft nachäffen muss. Diese These hat damals zu viel Unmut, selbst unter säkular denkenden Menschen, geführt, doch sie ist, wie ich meine, empirisch bestens begründet. Um sie zu illustrieren, habe ich heute einige bewegte Bilder von einer, wie ich finde, großartigen Studie mit jungen Schimpansen und menschlichen Kindern mitgebracht. Da dieser kurze, etwa 3,5-minütige Film in englischer Sprache ist, ein paar Vorbemerkungen zum besseren Verständnis. In diesem Versuch erhalten Schimpansen und Menschenkinder die Gelegenheit, eine kleine Leckerei aus einer Box herauszuholen, wozu man ihnen zunächst einige Handgriffe beibringt. Nun ist dieses Experiment aber zweigeteilt. Im ersten Teil sind die Probanden mit einer Blackbox konfrontiert, bei der man den Mechanismus des Apparats nicht erkennen kann. Im zweiten Teil ist die Box jedoch durchsichtig,
sodass man sofort erkennt, dass all die erlernten Handgriffe vollkommen überflüssig sind, um ans Ziel, nämlich die Leckerei, zu kommen. Schauen wir uns nun an, wie Schimpansen und Menschenkinder auf diese intellektuelle Herausforderung reagiert haben. Do we have any mental skills which are uniquely our own? A key clue comes from a new experiment. Back at the University of Texas, Victoria Horner shows a chimp how to operate a puzzle box to get a treat. First, she taps. Then, she slots. Next, she pokes. The chimp copies fairly well and gets the sweet. This game we're gonna play is about this special box I brought, all right? There's a gummy bear. It's your turn. Children copy the actions much as the chimps did. Oh, you got him! All right, there's a gummy bear. Good job. The second box that I show the chimpanzees is this one, and it's identical to the opaque box, except that it's made out of material which is see-through. Only now is it obvious that the tapping and poking don't achieve a thing. The box has a false ceiling. The chimps cut to the chase. They skip the needless steps. For the apes, it is all about the treat. What this study shows is that apes don't just mindlessly ape. They also understand something more about cause and effect. We found something quite surprising. The children were predisposed to copy, even when it meant that they were doing something that was really rather silly. So this seems a little like the chimps are outsmarting the kids in this particular study. There he is. You got him out. Why do children imitate slavishly? The root of the children's behavior is the fact that they view me as a grown-up, possibly as a teacher. That children expect to be taught is a vital difference. While apes can copy, most researchers believe that they do not teach each other. Dieses schöne Experiment wurde weltweit mit Kindern aus allen Kulturen wiederholt und zeigte stets das gleiche Resultat. Während die Schimpansen die Ursachen-Wirkungszusammenhänge rational erkannten und direkt nach der Süßigkeit griffen, versuchten die menschlichen Kinder, das Verhalten der Erwachsenen möglichst genau zu imitieren, obwohl es in diesem speziellen Fall völlig sinnlos war. Was bedeutet das? Zeigt der Versuch, dass sich Schimpansenkinder bei der Bewältigung solcher Aufgaben als intelligenter, als pfiffiger erweisen als unser eigener Nachwuchs? Ja, durchaus. Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt, gerade die pragmatische Cleverness der Schimpansen stand und steht der Weiterentwicklung ihrer Kulturen im Wege. Umgekehrt bildet gerade die Bereitschaft des Menschen, nahezu alles, auch offenkundig Sinnloses nachzuahmen, die Grundlage für den Höhenflug der menschlichen Kulturevolution. Denn,
ohne unsere Bereitschaft, das Verhalten anderer perfekt nachzuahmen, könnten wir als Kinder keine Sprache erlernen und hätten sich komplexe Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen nie entwickelt, geschweige denn Wissenschaft, Philosophie und Kunst. Mit anderen Worten, die Fähigkeit zu genauer Imitation ist die Wurzel aller menschlichen Kulturleistungen, allerdings sie ist auch die Wurzel aller kognitiven Verzerrungen, unter denen die Weltbilder so vieler Menschen in so vielen Regionen der Erde leiden. Damit sind wir auf eine zweite Antwort auf unsere Titelfrage gestoßen. Es fällt Menschen außerordentlich schwer, rational zu sein, wenn sie in eine soziokulturelle Matrix hineinsozialisiert werden, die sie mit irrationalen Gewissheiten ausstattet. Umgekehrt lässt sich allerdings auch formulieren, es fällt Menschen außerordentlich schwer, irrational zu sein, wenn sie in eine Matrix hineinsozialisiert werden, die sie mit rationalen Gewissheiten ausstattet. Es gibt also keinen vernünftigen Grund dafür, sich auf das Maß der eigenen Rationalität irgendetwas einzubilden. Dass sich Deutsche, Franzosen oder Holländer im Hinblick auf die Akzeptanz der Evolutionstheorie rationaler positionieren als beispielsweise US-Amerikaner oder Türken, hat nichts damit zu tun, dass sie als Individuen traditionelle Weltbilder kritischer hinterfragen würden, sondern schlicht damit, dass sie mit einem anderen kulturellen Mindset aufgewachsen sind, welches sie in diesem Punkt ganz intuitiv, ohne größere gedankliche Anstrengung, rationalere Entscheidungen treffen lässt. Das heißt, wir alle leben in unseren spezifischen Filterblasen und designen die Wirklichkeit nach unseren Erwartungen. Doch Filterblase ist nicht gleich Filterblase. Es macht einen großen Unterschied aus, ob die Matrix, in der wir uns bewegen, den Kriterien der Rationalität einigermaßen genügt oder ob sie diesen fundamental widerspricht, wie etwa das ganz spezifische Mindset der amerikanischen junge Erde-Kreationisten. Selbstverständlich können wir unter günstigen Umständen aus solchen irrationalen Filterblasen uns befreien und in etwas rationalere Filterblasen eintauchen. Doch ein solcher Filterblasenwechsel hat seinen Preis. Er verlangt nicht nur die geistige Anstrengung des bewussten, langsamen Denkens, also etwas, was wir Menschen in der Regel gerne vermeiden. Noch gravierender sind die sozialen Ausgrenzungstechniken, die Abweichler von der vorgegebenen Denkmatrix erfahren müssen. Wie hoch die Kosten sein können, die solche Ketzer zu zahlen haben, zeigt ein Blick in die Geschichte. Erschreckend viele Vordenker der Menschheit wurden zu Lebzeiten nicht geachtet, sondern geächtet, wurden verlacht, verfolgt, verhaftet, verbannt oder sogar, wie Giordano Bruno, bei lebendigem Leibe verbrannt. Die mörderischen Zeiten der sogenannten Heiligen Inquisition sind hier in Westeuropa zwar glücklicherweise vorbei, dennoch müssen diejenigen, welche die scheinbar unerschütterlichen Gewissheiten ihrer angestammten Matrixgruppe in Frage stellen, noch immer mit empfindlichen Sanktionen rechnen. Und sei es nur mit einem Shitstorm über die sozialen Medien. Denn über die Art und Weise, wie wir denken und handeln, dokumentieren wir die Zugehörigkeit zu unserer Gruppe. Und niemand kommt ungeschoren davon, wenn er oder sie die sozialen Codes des eigenen Stammes verrät. Schon der bloße Verdacht einer möglichen Abweichung von der Gruppennorm kann Hassreaktionen auslösen. Daher schalten viele Menschen unbewusst einen inneren Zensor an, der jeden rationalen Zweifel an den vorgegebenen Gewissheiten liebevoll unterdrückt. Unter dem sozialen Anpassungsdruck fragen sich viele Menschen nicht mehr, ist das, was ich behaupte, rational? Ihre Sorge lautet vielmehr, werde ich mit dem, was ich behaupte, den Mitgliedern meiner Gruppe gefallen? Diese Formulierung erlaubt mir einen einigermaßen eleganten Übergang zum Motto des diesjährigen Da
Art Award. Denn ich werde gefallen heißt im Lateinischen Placebo. Nathalie Grams wird in ihrem Vortrag in dieser Reihe zweifellos prägnant darlegen, warum so viele sogenannte alternative Heilmittel und Therapien nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirken. Dem will ich gar nicht vorgreifen. Mich interessiert ein anderer Punkt. Ich will es einmal so formulieren. In unserer Welt wirkt zwar vieles nicht über den Placebo-Effekt hinaus, aber der Placebo-Effekt selbst wirkt massiv in unsere Welt hinein. Viele religiöse wie auch ideologische Heilslehren haben bei rationaler Betrachtung ebenso wenig Substanz wie homöopathische Präparate. Und doch bestimmen sie das Leben unzähliger Menschen von der Wiege bis zur Bahre. Getragen wird diese Wirksamkeit des religiösen Placebos vom Glauben der Menschen an die Wirksamkeit des Placebos. Hierin unterscheidet sich die Homöopathie oder das Tragen eines vermeintlichen Glücksbringers nicht vom Salafismus. Allerdings meine ich, dass bei religiösen oder ideologischen Heilslehren ein doppelter Placebo-Effekt auftritt. Denn es ist nicht bloß so, dass die jeweilige Heilslehre dem Gläubigen einflüstert, ich werde gefallen. Der Gläubige verspricht seiner Heilsgemeinschaft ebenfalls, ich werde gefallen. Und so wird er alles daran setzen, seine Glaubensfestigkeit durch das Befolgen der vorgegebenen Regeln in aller Öffentlichkeit unter Beweis zu stellen. Hierdurch wiederum wird die Glaubensbereitschaft der jeweiligen Bekenntnisbrüder und Schwestern gestärkt, die sich ebenfalls darum bemühen werden, sämtliche Regeln pflichtgemäß zu erfüllen, um auf diese Weise innerhalb der Gemeinschaft zu gefallen. Und zwar selbst dann noch, wenn sie persönlich das Vertrauen in die Sinnhaftigkeit der jeweiligen Glaubenslehre längst verloren haben. Nach 3 Jahrzehnten intensiver Beschäftigung mit diesem Thema bin ich überzeugt, dass viele Anhänger einer Heilslehre insgeheim gar nicht glauben, was sie eigentlich glauben sollten. Doch paradoxerweise bemühen sie sich deshalb oft umso mehr darum, bei den anderen den Anschein zu erwecken, dass sie tatsächlich glauben würden. Dieser Als-ob-Glaube ist meines Erachtens der eigentliche Kitt, der die religiöse Welt zusammenhält. Kurzum, das Placebo des Glaubens liegt weniger im Glauben als in den Gläubigen, denen es gefällt, dass es den anderen gefällt, wenn sie ihre Glaubenstreue zur Schau stellen. So weit, so gut. Oder besser gesagt, so schlecht. Denn aus kritisch-rationaler Sicht ist das Placebo des unbedingten Gefallenwollens das ultimative Nocebo, von lateinisch ich werde schaden, weil kaum etwas die Grundlagen einer rationalen Debatte so sehr untergräbt wie das zwanghafte Verlangen, den Mitgliedern der eigenen Filterblase nach dem Mund zu reden. Unter dieser Voraussetzung nämlich entscheidet man sich im Zweifelsfalle nicht für die Wahrheit, sondern für die Behaglichkeit. Es ist nun einmal sehr viel angenehmer, zu jeder Behauptung aus der eigenen Echokammer Ja und Amen zu sagen, als diesen vermeintlichen Gewissheiten zu widersprechen. Und vielleicht ist dies ja auch einer der entscheidenden Gründe dafür, warum notorische Querdenker wie Baruch de Spinoza, Arthur Schopenhauer oder Friedrich Nietzsche ihr Leben in großer Einsamkeit verbringen mussten. Wer sich hierfür interessiert, dem empfehle ich die einschlägigen Bücher des amerikanischen Psychologen und Autors Irvin D. Yalom, auf die ich selbst komischerweise erst vor kurzem gestoßen bin. Nebenbei, falls sich jemand darüber wundern sollte, dass in meinen Vortragsfolien so viele Buchtitel erscheinen, nun, dies hat damit zu tun, dass ich ein wenig Werbung für dieses allmählich in Vergessenheit geratene Offline-Medium machen möchte, das es erlaubt, sehr viel komplexere Gedankengänge zu entfalten als ein schnöder Online-Vortrag wie dieser hier. Aber zurück zum Thema.
Im Hinblick auf den doppelten Placebo-Effekt und unsere Titelfrage können wir formulieren: Vielen Menschen fällt es außerordentlich schwer, rational zu sein, weil sie anderen Menschen gefallen wollen, Placebo, die ebenfalls irrationale Positionen vertreten. Die evolutionären Mechanismen, die hier wirken, liegen auf der Hand. Weil wir Menschen von der Evolution in besonderem Maße darauf getrimmt wurden, Teamplayer zu sein, haben wir große Angst davor, in den Augen der anderen Gruppenmitgliedern unser Gesicht zu verlieren, falls wir von Dritten eines Besseren belehrt werden. Bei genauerer Betrachtung könnte uns aber eigentlich kaum etwas Besseres passieren, als eines Besseren belehrt zu werden. Schließlich ist eine derartige Kritik ein wunderbares Geschenk, das uns die Gelegenheit verschafft, uns von unseren Irrtümern zu befreien. Hierauf hat der griechische Philosoph Epikur schon vor 2300 Jahren hingewiesen, als er formulierte, Zitat: In einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung hat der Unterlegene den größeren Gewinn, und zwar in dem Maße, in dem er etwas hinzulernt. Mit anderen Worten, in einer rationalen Debatte trägt der Verlierer den Sieg davon, denn er gewinnt neue Einsichten, während der Gewinner das Pech hat, die Diskussion ebenso borniert wieder verlassen zu müssen, wie er sie begonnen hat. Karl Popper und Hans Albert haben diese Erkenntnis im 20. Jahrhundert systematisiert im Konzept des kritischen Rationalismus, welches das Falsifikationsprinzip zum Programm erhebt, also die systematische Aufdeckung von Denkirrtümern zum Zwecke des Erkenntnisfortschritts. Gerhard Vollmer, wie Hans Albert, Beiratsmitglied in der Giordano-Bruno-Stiftung, hat diese kritisch-rationale Leitidee vor einigen Jahren auf die prägnante Formel »Wir irren uns empor« gebracht, die wir zum zentralen Motto des 2020 gegründeten Hans-Albert-Instituts gemacht haben. In seinem Klassiker-Traktat über kritische Vernunft hat Hans Albert vor mehr als 50 Jahren darauf hingewiesen, dass das Konzept der kritischen Rationalität kein abstraktes Prinzip ohne existenzielle Bedeutung sei, sondern eine Lebensweise. Dies ist zweifellos richtig. Leider aber müssen wir eingestehen, dass es sich hierbei um eine Lebensweise handelt, zu der wir Menschen nicht gerade auf intuitiven Wege gelangen, weil wir, wie wir gesehen haben, aufgrund evolutionärer Vorprägungen und korrespondierenden kulturellen Einflüsterungen in unserem Leben eher nach Bestätigungen suchen als nach Widerlegungen. Wie also können wir unter diesen eher ungünstigen Voraussetzungen zu einer kritisch-rationalen Lebensweise gelangen? Nun, dies kann im Grunde nur gelingen, wenn man sich selbst und die Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, nicht mehr gar so tödlich ernst nimmt. Denn nur wer von seinem Selbst lassen kann, entwickelt ein gelassenes Selbst. Und nur unter dieser Voraussetzung gelingt es auch, Kritik als ein Geschenk zu begreifen, statt zwanghaft vor ihr zu flüchten. Leider kann ich aus Zeitgründen nicht ausführlicher auf diesen meines Erachtens wichtigen Zusammenhang eingehen. Wer sich dafür interessiert, mag vielleicht einen Blick in das angegebene Buch werfen. An dieser Stelle müssen wir stattdessen eine andere wichtige Frage klären. Wenn wir uns in der Unterscheidung zwischen rationalen und irrationalen Aussagen weder auf unsere eigenen Intuitionen noch auf die Intuitionen der anderen verlassen können, anhand welcher Kriterien sollten wir diese Unterscheidung dann vornehmen? In Anlehnung an einen sehr lesenswerten metatheoretischen Aufsatz von Gerhard Vollmer, der die Frage untersuchte, wie rational die Rationalität eigentlich selbst ist, habe ich für das Buch »Die Grenzen der Toleranz« 10 Leitprinzipien formuliert, die für rationale Argumentationen
charakteristisch sind. Die 10 Gebote der Rationalität. Aus Zeitgründen muss ich auch hier kürzen. Daher greife ich aus diesen 10 Geboten nur diejenigen heraus, von denen ich meine, dass sie in der Corona-Krise, die auch mit einer Rationalitätskrise einhergeht, von besonderer Bedeutung sind. Interessanterweise zählt das erste Gebot der internen Widerspruchsfreiheit nicht unbedingt dazu. Zwar gibt es durchaus Widersprüche innerhalb der gängigen Corona-Theorien und selbstverständlich auch innerhalb der gängigen Corona-Verschwörungsideologien, aber summa summarum sind sie in sich meist relativ logisch konsistent. Leider aber sagt dies allein nicht allzu viel über ihren Wahrheitswert aus. Denn logisch konsistente Schlüsse können sehr wohl zu gewaltigen Irrtümern führen, wenn man von empirisch falschen Denkvoraussetzungen ausgeht. Man betrachte nur, zu welcher logisch zwingenden Schlussfolgerung man auf der Basis der beiden folgenden Prämissen gelangt. A. Donald Trump ist US-Präsident. B. Alle US-Präsidenten zeichnen sich durch extreme Bescheidenheit aus. Hieraus ergibt sich zwingend Schlussfolgerung C. Donald Trump zeichnet sich durch extreme Bescheidenheit aus, was zwar logisch korrekt, aber empirisch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit falsch wäre. Wenden wir uns also gleich dem zweiten Gebot, externe Widerspruchsfreiheit, zu. Da Logik allein nicht ausreicht, müssen wir empirisch überprüfen, ob unsere Denkannahmen der Wirklichkeit entsprechen. Das Problem dabei ist, dass die Wirklichkeit in unseren Köpfen konstruiert wird, da niemand von uns die Welt so wahrnehmen kann, wie sie losgelöst von seiner Wahrnehmung existiert. Um trotzdem zu intersubjektiv überprüfbaren Aussagen kommen zu können, müssen wir uns mithilfe der Logik auf ein rationales Forschungsdesign verständigen, welches wir unseren empirischen Studien zugrunde legen. Hier liegt meines Erachtens eine der größten Schwierigkeiten der aktuellen Corona-Debatte, und damit meine ich jetzt nicht Jepsen, Hildmann und Naidu, die ohnehin außer Konkurrenz spielen, da sie komplett faktenbefreit argumentieren. Ich meine damit eben auch den wissenschaftlichen, medialen und politischen Mainstream, von dem man so etwas nicht erwarten sollte. Leider muss man feststellen, dass in den letzten Monaten kein wissenschaftlich nachvollziehbares Konzept zur systematischen, transdisziplinären Erforschung des Virus, seiner Verbreitung und seiner Folgen erarbeitet wurde. Entsprechend unklar ist die Datenlage. So wissen wir noch immer nicht genau, wie viele Menschen tatsächlich an und nicht bloß mit Corona gestorben sind oder welche Bedeutung die sogenannte Kreuzimmunität hat, das heißt, in welchem Ausmaß vorangegangene Infektionen mit anderen Coronaviren den Ausbruch von Covid-19 vielleicht verhindern könnten. Kritikerinnen und Kritiker des RKI und der Bundesregierung haben meines Erachtens durchaus, nicht immer, aber mitunter zu Recht bemängelt, dass grundlegende wissenschaftliche Standards in der Corona-Frage nicht beachtet wurden, etwa dass Infiziertenzahlen ohne Verrechnung mit der Anzahl der durchgeführten Tests unseriös sind oder dass stetig ansteigende Infektionskurven, bei denen die Zahl der Wiedergesundeten nicht abgerechnet werden, ein falsches Bild in der Öffentlichkeit erzeugen. Leider wurden einige dieser Kritikerinnen und Kritiker unbegründet in die Verschwörungsmythos-Ecke geschoben, was den wissenschaftlichen Diskurs behindert und tatsächliche Verschwörungsideologen aufgewertet hat. Aber dazu später mehr. Kommen wir zunächst zum dritten Gebot, Sparsamkeit des Erklärungsmodells. Theorien sollten elegant sein, das heißt, sie sollten auf unnötige, ihrerseits erklärungsbedürftige Zusatzannahmen verzichten. Solche Zusatzannahmen werden immer wieder gerne verwendet, um Behauptungen als denkbar
möglich auszuweisen, die empirisch längst widerlegt sind. Ein Beispiel dafür ist der bereits angesprochene junge Erde-Kreationismus, der davon ausgeht, dass die Erde erst vor wenigen tausend Jahren von Gott erschaffen wurde, was allen Befunden der Geologie und Evolutionsbiologie diametral widerspricht. Um ihr Welterklärungsmodell dennoch aufrechterhalten zu können, behaupten einige Kreationisten daher, dass die Belege für die Evolution, etwa für die Existenz von Dinosauriern, die vor 66 Millionen Jahren ausgestorben sind, von Gott, wahlweise auch vom Teufel, nachträglich erschaffen und an die geeigneten Stellen platziert wurden, um den Glauben der Menschen auf die Probe zu stellen. Denkmöglich ist es zweifellos. Elegant und damit rational sicherlich nicht. Ähnliches gilt auch für die gängigen Corona-Verschwörungsmythen. Übrigens verwende ich den Begriff Mythen in diesem Zusammenhang ganz bewusst. Denn eine echte Verschwörungstheorie wäre ein rational-wissenschaftliches Erklärungsmodell zur Entstehung und Tragweite einer real existierenden Verschwörung, wie etwa der Watergate-Verschwörung. Dass in solche realen Verschwörungen nur sehr wenige Menschen eingeweiht sind und sie dennoch in der Regel schnell aufgedeckt werden, sollte Anhängerinnen von Verschwörungsmythen eigentlich zu denken geben. Man stelle sich nur einmal vor, welche riesige Netzwerke an super hochintelligenten und absolut loyalen Mitwissern es bräuchte, um eine Weltverschwörung auf dem Niveau der vermeintlichen Corona-Lüge zu planen und durchzuführen. Bernd Harder hat vor wenigen Wochen in einem Online-Vortrag zur Infodemie in der Pandemie zu Recht darauf hingewiesen, dass es schon schwierig ist, eine Überraschungsparty für einen Kollegen im Büro zu organisieren, ohne dass dieser davon Wind bekommt. Und nun stelle man sich einmal vor, was es verlangen würde, die gesamte Weltbevölkerung hinters Licht zu führen. Zur Aufrechterhaltung eines solchen Verschwörungsglaubens müsste man unzählige weitere Zusatzhypothesen in die Begründung einführen, was eben nicht elegant und damit eben auch nicht rational wäre. In diesem Punkt sehe ich auch die zentrale argumentative Schwäche des aktuellen Bestsellers Corona-Fehlalarm von Carina Reiß und Sucharit Bhakti. Selbst wenn alle medizinischen und epidemiologischen Behauptungen, die sie in ihrem Buch aufstellen, korrekt sein sollten, was ich als Nichtfachmann nicht hinreichend beurteilen kann. Selbst wenn das alles korrekt sein sollte, so wäre dies noch immer kein Beweis dafür, dass sich die deutschen Politikerinnen und Politiker dazu verschworen hätten, die Bevölkerung arglistig zu täuschen. Sehr viel rationaler, weil eleganter, wäre es, davon auszugehen, dass hier ein Phänomen wirkmächtig ist, welches wir im Unterschied zu großen transatlantischen Verschwörungen tatsächlich jederzeit und überall beobachten können, nämlich pures menschliches Unvermögen. Dies wären daher auch die Sätze, die ich Verschwörungsgläubigen gerne ins Merkbuch schreiben würde. So richtig es ist, dass reiche oder politisch einflussreiche Menschen größere Chancen haben, ihre Interessen durchzusetzen, so falsch ist die Unterstellung, sie könnten im Geheimen die Geschicke der Welt lenken. Denn die menschliche Geschichte unterliegt ebenso wenig einem intelligenten Design wie die biologische Evolution. Was auf den ersten Blick als Folge eines gerissenen, perfiden Masterplans erscheinen mag, ist in der Regel nur eine durch Zufall und Notwendigkeit bedingte Abfolge von Pleiten, Pech und Pannen. Viertes Gebot: Kritisierbarkeit. Wir können niemals vollkommen sicher sein, ob das, was wir als wahr erachten, tatsächlich der Realität entspricht. Daher sollten die Aussagen so formuliert werden, dass sie überprüft und gegebenenfalls widerlegt werden können. Dieses Kriterium erfüllt
der junge Erde-Kreationismus ebenso wenig wie die gängigen Corona-Verschwörungsmythen, die sich beide gegen Kritik immunisieren. Auch enthalten diese beiden Weltsichten entweder gar keine Aussagen, die empirisch überprüft werden könnten, oder diese Aussagen sind aus rationaler Perspektive derart unplausibel, dass man schon im Vorhinein weiß, dass jeder Versuch einer empirischen Untersuchung, einer empirischen Überprüfung reine Zeitverschwendung wäre. Bei dem bereits angesprochenen Buch von Reis und Bhakti verhält es sich jedoch ein wenig anders. Denn viele dort vertretene Thesen, etwa zur Bedeutung der Kreuzimmunität, sind logisch, in sich konsistent und sehr wohl auch empirisch überprüfbar. Um nicht missverstanden zu werden, dass diese Kriterien, dass diese Thesen dem Kriterium der Kritisierbarkeit entspricht, besagt nicht, dass diese Thesen notwendigerweise wahr sind. Es besagt aber sehr wohl, dass es unredlich wäre, diese Thesen von vornherein als komplett irrational zu verwerfen. Die Thesen, die Reis und Bhakti vertreten, sind auch nicht schon allein deshalb irrational, weil sie von den Positionen des gegenwärtigen Mainstreams abweichen. Denn erstens ist die Corona-Lage noch viel zu frisch, als dass sich ein gefestigter wissenschaftlicher Konsens bereits hätte ausbilden können. Und zweitens wissen wir aus der Geschichte, dass sogar ein scheinbar gefestigter wissenschaftlicher Konsens völlig daneben liegen kann. Wir wissen zudem, wie heftig oft diejenigen diffamiert wurden, die solche fehlerhaften Konsense mit guten Gründen in Zweifel zogen. Man denke nur an Alfred Wegener, der für seine Theorie der Kontinentalverschiebung von Experten verlacht wurde und seine wissenschaftliche Rehabilitierung nicht mehr erleben durfte. Oder an Ignaz Semmelweis, der nach seiner ketzerischen, aber wahren These, dass das tödliche Kindbettfieber auf die mangelnde Hygiene der behandelten Ärzte zurückzuführen war, in die Psychiatrie eingeliefert wurde und dort unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Halten wir fest: Kritik ist der Motor des wissenschaftlichen Fortschritts, nicht das zwanghafte Verteidigen eines wie auch immer gearteten Status quo. Wer durch die Diffamierung von Kritikern den freundlich-feindlichen Wettbewerb der Ideen verhindert, schadet der Wissenschaft möglicherweise mehr als jede noch so krude Verschwörungsideologie. Aus Zeitgründen überspringe ich das fünfte Gebot, Vermeidung logischer Zirkel, obwohl es solche zirkulären Begründungsformen natürlich auch in der Corona-Krise gab, und wende mich stattdessen dem sechsten Gebot, Willkürfreiheit, zu. Die Ausrichtung der Argumentation und die Auswahl von Argumentationsquellen sollte nicht willkürlich, also nicht nach subjektivem Belieben erfolgen, sondern dem behandelten Thema entsprechen und zumindest ansatzweise die Breite der Debatte widerspiegeln, die zu diesem Thema bereits erfolgt ist. Wer dieses Kriterium nicht beachtet, der unterliegt sehr schnell dem von Kahneman und Co. beschriebenen kognitiven Verzerrungseffekten, etwa dem Confirmation Bias, zu Deutsch dem Bestätigungsfehler, also der Neigung, Informationen so auszuwählen und zu interpretieren, dass sie den eigenen Erwartungen entsprechen, sowie dem Verfügbarkeitsfehler, der uns dazu veranlasst, zur Lösung eines Problems nur die gerade vorhandenen Informationen zu nutzen, anstatt nach neuen Informationen zu suchen, die bessere Lösungswege eröffnen könnten. Diese beiden Verzerrungseffekte waren auch in der Corona-Debatte gut zu beobachten. Zunächst zum Bestätigungsfehler. Wer ohnehin davon ausging, dass das Establishment kontinuierlich das Volk an der Nase herumführt, der neigte dazu, diese Sichtweise auch auf die Corona-Krise zu übertragen. Wer hingegen schon vor der Krise der Regierung oder dem wissenschaftlichen Konsens in hohem Maße vertraute, neigte dazu, dies auch
in der Corona-Krise zu tun und beispielsweise den Verlautbarungen des RKI selbst dann noch zuzustimmen, wenn diese nicht hinreichend begründet waren. Der Verfügbarkeitsfehler äußerte sich unter anderem darin, dass Intensivmediziner aufgrund ihres berufsspezifischen Wissens unverhältnismäßig lange gebraucht haben, um die Warnung von Lungenfachärzten vor einer vorschnellen, invasiven Beatmung von Covid-19-Patienten zu berücksichtigen, was möglicherweise einigen Menschen das Leben gekostet hat. Verfügbarkeitseffekte haben möglicherweise auch zu politischen Fehlentscheidungen geführt. So lagen am Anfang der Pandemie im Grunde nur die Modellrechnungen des Teams um Neil Ferguson vom Imperial College London vor, auf deren Basis viele Corona-Maßnahmen eingeleitet wurden, unter anderem der massive Ausbau von Intensivbetten. Als diese Betten letztlich nicht gebraucht wurden und viele Stationen leer standen, hat man dies als einen Erfolg der Anti-Corona-Maßnahmen interpretiert. Dies mag auch stimmen. Möglich wäre allerdings auch, dass Fergusons Corona-Prognosen von 2020 ähnlich falsch waren wie seine Schweinegrippe-Prognosen von 2009. Apropos Prognosen. Die Tatsache, dass in der Krise zwar Worst-Case-Szenarien für die Ausbreitung des Virus, aber keine Worst-Case-Szenarien für die Folgen der Gegenmaßnahmen verfügbar waren, könnte ebenfalls zu einer verzerrten Einschätzung der Lage geführt haben. Aufgrund der ungleichen Verteilung der Risikoabwägung könnte es durchaus dazu gekommen sein, wie gesagt, die Datenlage ist noch immer unklar, dass wir die Gefahren des Coronavirus systematisch überschätzt und die Gefahren der Anti-Corona-Maßnahmen systematisch unterschätzt haben, etwa die Folgen für die vom Hungertod bedrohten Menschen in den ärmeren Regionen der Erde. Nicht weniger wichtig als das gerade besprochene sechste Gebot ist das siebte Gebot, Unparteilichkeit. Worum geht es dabei? Nun, wer rationell argumentiert, ergreift Partei für die Stimme der Vernunft. Und diese ist nicht notwendigerweise bei einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppierung beheimatet. Rationalität setzt die Fähigkeit voraus, die Güte eines Arguments unabhängig davon beurteilen zu können, wer es äußert. Um ein Beispiel zu geben, ich persönlich bin wahrlich kein Fan des amtierenden US-Präsidenten. Aber selbstverständlich ist eine Aussage nicht schon deshalb falsch, weil sie von Donald Trump stammt. Wer nicht in der Lage ist, unangenehmen Debattenteilnehmern dort Recht zu geben, wo sie Recht haben, untergräbt die Grundlagen einer rationalen Streitkultur und hilft damit gerade jenen, die von der Konjunktur des Irrsinns profitieren. Dies war auch in der Corona-Debatte zu beobachten. Die fast flächendeckende Ausgrenzung von fachlich argumentierenden Corona-Skeptikern, denen in den öffentlichen Leitmedien meist nicht mit Sachargumenten, sondern mit Diffamierung begegnet wurde, nährte bei vielen Bürgerinnen und Bürgern den Verdacht, dass hier irgendwas nicht stimmt, was letztlich auch ihre Skrupel reduzierte, an der Seite echter Verschwörungswirrköpfe gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu demonstrieren. Parteiische Ausgrenzungsversuche waren auf beiden Seiten der Debatte groß in Mode. Wenn man sich im falschen Kontext auf Christian Drosten berief, wurde man ebenso schnell als Systemling verunglimpft, wie man auf der anderen Seite als Verschwörungsgläubiger abgestempelt wurde, wenn man Kritik an den Modellrechnungen des Imperial College oder den Empfehlungen des RKI äußerte. Rationale Diskussionen können auf diese Weise nicht funktionieren. Denn sie setzen voraus, dass man bereit ist, unterschiedliche Sichtweisen unvoreingenommen gegeneinander abzuwägen und etwaige Gegenargumente zu der eigenen Position ernst zu nehmen. Hierzu muss man diese Gegenargumente in ihrer bestmöglichen Variante verstehen, darf also nicht von vornherein unterstellen, dass Andersdenkende nur Unsinn verzapfen. Daher sollte man bei
bei missverständlichen Formulierungen auch nicht automatisch die schlimmstmögliche Interpretation heranziehen, sondern vielmehr nach einem guten alten Rechtsgrundsatz verfahren, im Zweifel für den Angeklagten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht leicht ist. Aber man kann diese Fähigkeit sehr wohl trainieren, wie Tobias Wolfram und andere in dem bald erscheinenden 8. Band der GBS-Schriftenreihe aufzeigen. Die Autoren empfehlen zur Steigerung der eigenen Diskursfähigkeit insbesondere den ideologischen Turing-Test und die sogenannte Doppelkrux-Methode. Was das bedeutet, will ich hier gar nicht verraten. Schließlich soll dieser Online-Vortrag im Sinne einer paradoxen Intervention ja auch dazu anregen, weniger Online-Videos zu schauen und häufiger Offline-Bücher zu lesen, was übrigens auch das langsame Denken im Sinne Kahnemanns fördert. Die Gebote 8, Vorrang der besseren Problemlösung und 9, Praxistauglichkeit, muss ich aus Zeitgründen überspringen, wodurch wir last but not least zum 10. Gebot kommen, Einsicht in die Begrenztheit rationaler Erkenntnis. Unser kognitiver Apparat wurde im Verlauf der Evolution nicht darauf geeicht, das Wahre zu erkennen, sondern darauf, unser Überleben zu garantieren. Daher sollten wir uns damit abfinden, erstens, dass wir nur winzig kleine Aspekte der Wirklichkeit erfassen können, und zweitens, dass wir weder die Zeit noch das geistige Vermögen haben, jede Information, die an uns herangetragen wird, einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Kurzum, wir sollten uns unseres Wissens niemals sicher sein. Schließlich ist unsere Erkenntnis nicht nur begrenzt, sondern auch von zahlreichen Denkfehlern bestimmt, die wir als solche gar nicht erkennen können. Der altgriechische Philosoph Xenophanes, von dem übrigens auch der schöne Satz stammt, hätten die Pferdegötter, sähen sie wie Pferde aus. Xenophanes brachte diese Einsicht schon vor 2500 Jahren prägnant auf den Punkt. Sichere Wahrheit erkannte kein Mensch und wird keiner erkennen. Selbst wenn es einem glücken sollte, die vollkommenste Wahrheit zu künden, wissen kann er sie nie. Es ist alles durchwebt von Vermutung. Von dieser intellektuellen Bescheidenheit, für die Xenophanes bereits vor 2,5 Jahrtausenden eintrat, war in der Corona-Debatte nur sehr wenig zu spüren. In den meisten Diskussionen, die ich miterleben musste, traten die Kontrahenten mit einer geradezu unerschütterlichen Überzeugungsgewissheit auf, obwohl die Informationen, auf die sie sich stützten, nur aus zweiter, dritter oder gar vierter Hand stammten. Mein Eindruck war, dass in der Corona-Krise eine spezifische kognitive Verzerrung, nämlich der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt, besondere Triumphe feiern konnte. Man kann diesen Verzerrungseffekt folgendermaßen auf den Punkt bringen. Wer nur wenig Kompetenz besitzt, der besitzt in der Regel auch nicht die Kompetenz zu erkennen, dass er wenig Kompetenz besitzt, weshalb er sich selbst als besonders kompetent erlebt und andere im Zuge des Placebo-Effekts dazu bringen kann, dieser Fehleinschätzung zu folgen. Nun will ich gar nicht behaupten, dass ich gegen diesen Effekt gefeit gewesen wäre. Das war ich nämlich keineswegs. Nachdem ich in den ersten Wochen der Corona-Krise Studie für Studie, Paper für Paper studiert hatte, gelangte ich Mitte März zu einer relativ dezidierten Einschätzung der Lage, von der ich anfangs auch ziemlich fest überzeugt war. Zwar war mir klar, dass es äußerst gefährlich ist, weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen, ohne dabei auf verlässliche Daten zurückgreifen zu können, aber irgendwie bildete ich mir ein, einen besseren Durchblick zu haben als die meisten anderen sogenannten Experten, die sich zur Corona-Krise äußerten. Glücklicherweise war ich dann aber letztlich
auch dank freundlicher Hinweise Dritter, kompetent genug, um meine eigene Inkompetenz auf diesem Gebiet zu erkennen, weshalb ich beschloss, mich zu Corona nicht öffentlich zu äußern. Dies jedoch erwies sich als schwerer als gedacht, denn schon wenige Tage später fragte eine große Sonntagszeitung bei mir an, ob ich zu einem Interview zur Corona-Krise bereit wäre. Ich sagte ab, mit der Begründung, dass ich mich leider außerstande sehen würde, irgendetwas Substanzielles zu dieser Krise zu sagen, solange die Datenlage so lückenhaft und widersprüchlich sei. Dummerweise nutzte die Zeitung diese Absage als Aufhänger für ihren nächsten Leitartikel, was mich insofern unter Druck setzte, dass ich nun gezwungen war, ein Statement darüber abzugeben, weshalb ich keine Statements abgebe. Wir haben dieses Anti-Statement-Statement am 23. März auch auf der Website der Giordano Bruno Stiftung veröffentlicht. Dort heißt es: Erforderlich ist jetzt eine seriöse transdisziplinäre Erforschung des Virus, seiner Verbreitung und seiner Folgen, kein weiteres Anheizen der Gerüchteküche. Solange wir nicht wissen, wie viele Menschen tatsächlich mit SARS-CoV-2 infiziert sind und solange unbekannt ist, wie viele dieser tatsächlichen Infektionsfälle einen milden, einen schweren, einen sehr schweren oder gar tödlichen Krankheitsverlauf aufweisen, stochern wir allesamt im Nebel und all die bunten Kurven und Grafiken vermitteln uns nur den Anschein einer Exaktheit, die durch die Datenlage nicht gedeckt ist. Ich hätte damals im März 2020 nicht damit gerechnet, dass die Situation 5 Monate später noch ganz ähnlich aussehen könnte. Wir wissen zwar inzwischen deutlich mehr über die Wirkungsweise des Virus und auch darüber, wie man Covid-19-Patienten behandeln sollte. Aber die zentralen Kennzahlen, die man bräuchte, um die Gefährlichkeit des Virus valide einschätzen zu können, sind noch immer weitgehend unbekannt. Es ist gewiss nicht leicht, mit dieser Unsicherheit des Wissens umzugehen, gerade auch in der gegenwärtigen, für viele existenziell bedrohlichen Situation. Aus der Sozialpsychologie wissen wir, dass in solchen Zeiten der Verunsicherung der politisch gefährliche Ruf nach einem starken Führer laut wird, der nicht mehr zaudert, sondern handelt. Wollen wir dieses Abgleiten ins Autoritäre verhindern, so müssen wir daran arbeiten, Unsicherheiten besser aushalten zu können. Und ich denke, dass uns dies besser gelingt, wenn wir uns die prinzipielle Beschränktheit unseres Erkenntnisvermögens vor Augen führen. Denn wer verstanden hat, dass uns die Wahrheit nicht plötzlich offenbart wird, sondern dass wir uns stattdessen in einem mühsamen Erkenntnisprozess ganz allmählich nach oben irren müssen, der wird toleranter gegenüber Fehlern und ist eher in der Lage, etwaige Irrtümer zu verzeihen. Zum Abschluss dieses Vortrags möchte ich noch kurz auf einen Punkt eingehen, der mit dem letzten Gebot der Einsicht in die Begrenztheit rationaler Erkenntnis eng verbunden ist. Wir sollten, wie ich meine, anerkennen, dass wir Menschen keine durch und durch rationalen Wesen sind, ja, dass es für uns nicht einmal sinnvoll wäre, durch und durch rationale Wesen zu sein. Denn Hand aufs Herz, wer hätte sich jemals verliebt, bloß weil dies vernünftig wäre? Vieles von dem, was unserem Leben Würze gibt, entzieht sich dem Zugriff der ultimativen Spaßbremse Vernunft. Daher sollten wir einige der kognitiven Verzerrungen, die uns das Leben, insbesondere die Liebe, schenkt, auch mit allen Sinnen genießen, statt sie immer und überall zu hinterfragen und dadurch zu zerstören. Mit anderen Worten, dass es uns so schwerfällt, rational zu sein, ist in der Regel ein Segen
da uns das Leben außerordentlich schwer fallen würde, wenn wir immer und überall rational sein müssten. Die reglementierende Kontrollinstanz der Vernunft, auf die wir nur beim langsamen Denken zugreifen können, sollten wir wirklich nur dort einsetzen, wo wir mit ernstzunehmenden Problemen konfrontiert sind, die für uns oder andere von existenzieller Bedeutung sind. Dieses Umschalten vom schnellen auf das langsame Denken verlangt zwar etwas Mühe, aber es kann durchaus zur Routine werden, wenn man es nur oft genug praktiziert. Tut man dies, so stellt man fest, dass das langsame Denken die Mechanismen des schnellen Denkens mit der Zeit verändert. Im Grunde ist es wie beim Klavierspiel. Wer sich die Techniken des rationalen Argumentierens erst einmal angeeignet hat, setzt sie später, wenn es darauf ankommt, ganz intuitiv ein, ohne noch darüber nachdenken zu müssen, vergleichbar mit einem Pianisten, der nach entsprechender Übung selbst die schwierigsten Passagen mit großer Leichtigkeit meistert, ohne sich noch fragen zu müssen, welche Töne er da eigentlich spielt. Wenn die rationalen Prinzipien des langsamen Denkens allmählich in die Mechanismen des schnellen Denkens übergehen, so fällt es uns im entscheidenden Moment gar nicht mehr so schwer, rational zu sein. Denn dann wird Rationalität zur Intuition und das kritisch-rationale Denken zu einer Lebensweise, wie es Hans Albert vor 50 Jahren gefordert hat. Diese Lebensweise wird uns zwar nicht dazu befähigen, allen kognitiven Verzerrungen zu entkommen, aber sie sollte immerhin die allerschlimmsten Denkfehler verhindern, sodass es uns am Ende nicht so ergeht wie jenem älteren Ehepaar aus meinem Anfangsbeispiel, das allen Ernstes glaubte, sich durch den Genuss von Blutorangen mit HIV infizieren zu können. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Michael. Bitte an schön. Dieser Stelle käme jetzt eigentlich Applaus, den wir uns vorstellen müssen. Was wir uns nicht vorstellen müssen, sind eure Fragen. Ich würde gerne von Chris und Andrea wissen, ob in der Zeit des Vortrags schon Fragen eingegangen sind, vielleicht? Ja, also bei mir auf Zoom sind tatsächlich schon zwei Fragen eingetroffen, vom Stefan Söhnle und von der Ulla Boneko. Ich schalte mal den Stefan frei, dass du deine Frage stellen kannst, Stefan. Kann man mich gut hören? Ja. Ja. Gut, wunderbar. Meine Frage ist, hat mit dem Ausbrechen aus der Filterblase zu tun. Sozusagen zum einen, was tun Sie selber, um aus Ihrer Filterblase auszubrechen? Was können Sie empfehlen für jemanden, der selber aus seiner, also für jeden selber, der aus seiner Filterblase ausbrechen will? Und vielleicht der schwerste Teil, was können Sie empfehlen für jemanden, der jemand anderem dabei helfen will, aus der Filterblase auszubrechen? Danke. Tolle Frage. Wäre einen eigenen Vortrag wert. Also was mache ich? Ich lese systematisch die Bücher von Autoren, die eine komplett andere Meinung haben als ich. Das ist schon mal wichtig. Man sollte nie nur das lesen, was einem selbst auf Anhieb gefällt. Und dann versuche ich auch, diese Position so zu verstehen, dass ich sie jemand anderen vortragen könnte und dieser andere müsste verstehen, was diese Gegenposition zu meiner Position darstellt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man muss sich breit informieren. Ja, und wenn man diese 10 Gebote der Rationalität, diese wie Willkürfreiheit, wie Unparteilichkeit sich vor Augen führt, dann funktioniert es. Aber man muss sich dazu zwingen. Und was ganz, ganz wichtig ist, man muss sich auch dazu zwingen, etwas zu sagen,
was möglicherweise den Menschen nicht gefällt, die einem selbst gefallen. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Deswegen habe ich im Vortrag da auch großen Wert drauf gelegt, dies zu betonen. Es ist ganz wichtig, dass manchmal die Entscheidung für etwas, was man für wahr hält, eine Entscheidung ist gegen soziale Behaglichkeit. So, und wie kann man jemand anderen dazu bringen? Ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man ein gutes Modell abliefert. Das ist in der Regel nicht hilfreich, jemanden von einer Position überzeugen zu wollen und nicht erkennen zu lassen, dass man sich selbst nicht überzeugen lässt. Deswegen, ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist, übrigens auch in der Kindererziehung, das, was wirklich wirkt, ist der Modellcharakter auch der Eltern und der anderen Geschwister. Das hat Alice Miller schon sehr schön dargestellt. Wenn man ein Kind beschimpft, dann lernt es nicht unbedingt das, was es tun soll, sondern es lernt, wie man schimpft. Ja, und insofern kann ich nur den Tipp geben, wenn man wirklich andere überzeugen will, muss man sich auch von anderen überzeugen lassen. Es gab eine zweite Frage von Ulla Bunneko, glaube ich. Ja, dann kann ich, ja genau, stell die Frage. Okay. Ja, meine Frage, hast du im weiteren Fortgang deines Vortrags schon angedeutet, aber ich würde sie trotzdem gerne noch etwas genauer hören, und zwar die Rolle von Emotionen. Es ging ja die ganze Zeit um Rationalität, nur sind die Emotionen ja auch da und die sind es ja oft, die uns aus der Rationalität rausknallen. Wie siehst du das Verhältnis von Emotion und Rationalität? Danke. Wäre auch in Stufen so kennt. Da reagiert man moralisch empört, hat ein klares Gut- und Böse-Schema. Und das ist natürlich unglaublich schädlich. Ja, letztlich aber hat es sich in der Evolution durchgesetzt. Ich habe ja ein dickes Buch darüber geschrieben, Jenseits von Gut und Böse. Das Böse war für, also die Erfindung des Bösen war für die Kriegskunst wahrscheinlich mindestens so entscheidend wie die Erfindung des Speers, des Gewehrs oder der Mittelstreckenrakete. Denn Böse sind stets die anderen. Mit der Kategorie des Bösen belege ich den Feind. Und das führt dazu, dass man den anderen auch nicht mehr als Menschen wahrnimmt mit menschlich allzu menschlichen Träumen und Hoffnungen, sondern als einen Agenten finsterer Mächte. Und genau dies führt dann zu Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Also man kann das auch sehr schön auf die Frage von langsamem und schnellen Denken übertragen. Ich weiß nicht, diejenigen, die sich mal mit Kohlberg und Piaget beschäftigt haben, die wissen, dass es eine sogenannte Stufenleiter der Moralentwicklung gibt. Ja, es gibt eine präkonventionelle Moral, wo man einfach nur handelt, weil es eine geboten, das andere verboten ist. Dann gibt es die konventionelle Stufe, in der man sich auf die moralischen Werte innerhalb der eigenen Gesellschaft bezieht und die dann auch notwendigerweise verteidigt. Das kann auch die moralischen Werte einer Subkultur innerhalb einer Gesellschaft sein. Und erst später, auf dem höchsten Niveau der Moralentwicklung, das ist gewissermaßen dann die Kategorie des langsamen Denkens, ist mir in der Lage, postkonventionell zu denken, also bestehende Moralbegriffe in Frage zu stellen auf der Basis eines höheren, abstrakteren ethischen Prinzips. Ich vertrete ein solches abstraktes ethisches Prinzip, nämlich die gleiche Berücksichtigung gleicher Interessen. Davon ableitend komme ich möglicherweise zu komplett anderen ethischen Einschätzungen als ein katholischer Moraltheologe oder ein Schiit oder ein Vertreter einer konservativen Regierungspartei, die eben sehr viel stärker geprägt ist von dem, was man volkstümlicherweise als gut oder als sittlich erachtet. Von solchen Kategorien habe ich mich in meiner Philosophie weitgehend befreit. Bevor du die nächste Frage stellst, würde ich auch gerne eine Frage stellen. Ich würde gerne wissen, ob du, weil du stark auf die Corona-Krise eingegangen bist,
ob du das Gefühl hast oder ob du denken würdest, dass die Politik zu irgendeinem Zeitpunkt eine Chance hatte, anders zu handeln, als sie gehandelt hat, weil sie, also mit den gegebenen Faktoren, nicht wissend, was Corona ist, viele Menschen schützen zu müssen, keine Zeit zu haben. Würdest du sagen, dass das von großer Irrationalität geprägt war und oder ganz anders hätte laufen müssen? Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ich beantworte sie gleich und will gerade auf etwas eingehen, was damit zusammenhängt. Boris Palmer wurde ja in diesem Diskurs auch sehr massiv angegriffen, weil er gesagt hat, naja, wir müssen doch das abwägen. Möglicherweise retten wir jetzt ein paar ältere Menschen, wofür dann aber Millionen Junge, also Kinder in anderen Ländern der Welt sterben müssen. Dafür ist er sehr scharf angegriffen worden und ich wollte verstehen, ob das wirklich so schlimm war, wie das in den Medien herüberkam. Also habe ich seine Bücher gelesen. Und er hat ein sehr gutes und interessantes Buch geschrieben. Da gibt es zwar, sagen wir mal, ein Drittel von Aussagen, die ich vielleicht anders sehen würde, aber das Buch hat auch schon einen guten Titel. Das heißt nämlich, erst die Fakten, dann die Moral. Und natürlich, das habe ich ja auch beschrieben als Verfügbarkeitseffekt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt gab es bestimmte Modellrechnungen. Und das beschreibt, also er beschreibt das ja nicht für Corona, Boris Palmer, sondern für ganz, ganz viele andere Themen in der Politik. Und er sagt, die tödliche Frage in politischen Planungsprozessen ist die, willst du etwa dafür verantwortlich sein, dass X? Und natürlich will niemand verantwortlich sein, dass viele Tausende oder Hunderttausende oder nur 100 Menschen sterben müssen. Das führt dann aber dazu, dass beispielsweise Brandschutzbestimmungen, das führt er sehr schön aus in seinem Buch, so formuliert werden, dass in vielen Gebäuden, in denen man problemlos Konzerte machen könnte, keine Konzerte mehr gemacht werden, weil diese moralisch unterfütterte Frage, willst du denn wirklich verantworten, das so unglaublich stark ist? Und ich glaube, dass das auch tatsächlich die Reaktion von Politikerinnen und Politikern sehr stark geprägt hat. Das war natürlich nicht evidenzbasiert, konnte es zu dem Zeitpunkt auch schwierig sein. Was aber dann dennoch bemerkenswert ist, dass die Schweden, und ich sage nicht, dass das die richtige Lösung ist, was die gemacht haben, aber dass die den Mut hatten, eine ganz andere Politik zu machen, das spricht zumindest dafür, dass die ein sehr starkes Selbstbewusstsein haben, um das umzusetzen. Sie hatten auch einige gute Argumente, glaube ich, dafür. Ja, aber ich kann es den Politikerinnen und Politikern nicht vorwerfen. Das steht übrigens auch in unserem Statement drin. Ja, unter den Bedingungen eines solch unsicheren Wissens, solch weitreichende Entscheidungen treffen zu müssen, ist unglaublich schwierig. Und ich bin dankbar, dass ich diese Entscheidungen nicht treffen musste. Und ich glaube, das muss man auch stark betonen. Deswegen habe ich auch in meinem kurzen Abschnitt über die Verschwörungsmythen auch darauf hingewiesen, ja, dass selbst wenn es aufgrund von Fehlentscheidungen dazu gekommen sein mag, dass wir die falschen Maßnahmen ergriffen haben sollten. Wie gesagt, ich kann es nicht einschätzen richtig, zum jetzigen Zeitpunkt. Dann war dahinter eben nicht irgendein perfider Masterplan, sondern einfach die Schwierigkeit, in einer solch unübersichtlichen Situation Entscheidungen zu treffen. Aber wir sollten daraus jetzt lernen. Deswegen muss das alles aufgedeckt werden. Wir müssen dazu kommen, dass wir die Maßnahmen evaluieren, dass wir schauen, welche Folgen haben die tatsächlich gehabt. Und das wird noch lange Zeit der Aufarbeitung brauchen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir irgendwann in die gleichen Situationen wieder hereinkommen und dann müssen wir was daraus gelernt haben. Bei der Schweinegrippe haben wir leider wenig daraus gelernt. Und deswegen bin ich ganz fest davon überzeugt, dass wir eine auch massiv geförderte wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Corona-Krise brauchen. Ja, also man könnte jetzt
dieses Thema tatsächlich noch weiter eng führen auf diese Corona-Geschichte. Aber vielleicht gibt es noch Fragen zu anderen Aspekten der Irrationalität bei Andrea und Chris. Ja, ich habe hier noch eine Frage. Können aus Verschwörungen Strömungen oder gar Sekten entstehen? Was meinst du dazu? Aus realen Verschwörungen? Ja. Ich denke, dass es eher auf QAnon zum Beispiel geht. Was wird ja aus QAnon werden? Kann das schon eine Sekte werden? Also, fließende Übergänge. Es ist keine Idee. Ist absurd genug, als dass sich nicht Menschen finden werden, die für diese Idee eintreten und vielleicht sogar ihr Leben einsetzen. Deswegen habe ich ja mit dieser harmlosen Geschichte angefangen, mit dem Ehepaar. Das ist tatsächlich passiert. Das war also kein Fake News. Ich habe es tatsächlich erlebt, dass Menschen keine Blutorangen kaufen wollten, weil sie Angst hatten, sich mit HIV anzustecken. Wenn das alles möglich ist, und ich finde, dass einige der Verschwörungstheorien, oder jetzt habe ich falsch berichtet, die Verschwörungsmythen, und, die im Moment im Umlauf sind, noch viel verrückter sind als das, was das ältere Ehepaar da gemacht hat. Ich bin davon überzeugt, dass sich darauf natürlich eben Sekten auch gründen lassen. Ja. Und wir wissen aus der Erforschung von Sekten, daher kennen wir überhaupt nur den Begriff der kognitiven Dissonanz, dass selbst wenn irgendeine Sekte eine Gruppe eine spezifische Vorhersage macht, wie morgen geht die Welt unter und die Leute verkaufen all ihren Besitz und dann geht die Welt nicht unter, dass selbst das nicht dazu führt, dass die Menschen ihren Glauben aufgeben, sondern sie interpretieren ihn so um, dass ihr großer Glaube dafür gesorgt hat, dass die Welt eben zu diesem Zeitpunkt nicht untergegangen ist. Ja, das kann passieren und deswegen brauchen wir natürlich Aufklärung und wir müssen die Menschen, die eigentlich gar keine Verschwörungsideologen sind, die keine Verschwörungsgläubigen sind, aber so frustriert worden sind durch die Art und Weise, wie wir über dieses Thema gesprochen haben, die Menschen müssen wir rechtzeitig davor bewahren, dass sie in diesen Zirkel noch stärker reinkommen. Denn wenn du da mal drin bist in so einer Filterblase, in so einer Echokammer, ja, dann ist es unglaublich schwer, da wieder rauszukommen. Andrea, hast du noch Fragen? Wir hören dich gerade nicht. Habe ich mich selber ausgetrickst mit dem Stummschalten. Sorry. Im Zoom ist es tatsächlich gerade ganz ruhig, keine weitere Frage gekommen. Also ihr könnt alle hier noch Frage stellen, wenn ihr wollt, über den Chat wie bisher, aber im Moment habe ich keine Frage aus dem Zoom. Ja, ich würde gerne auch noch... Oh, halt! Ja, ach, bitte. Im Moment sagt der Stefan Söhnle, er will noch mal. Ja, bitte. Dann Stefan, bitte. Oh, super, vielen Dank. Es wurde jetzt auch gerade schon sozusagen meine zweite Frage angeschnitten, was wir aus dieser Krise lernen müssen, damit wir es beim nächsten Mal irgendwie besser durchstehen. Ich stimme dem 100% zu. Jetzt ist die Frage, ja, was müssen wir denn tun, damit, wenn in 5 oder 10 Jahren wieder sowas passiert, dass wir es dann irgendwie besser hinkriegen? Ja, wir haben ja schon Kommissionen gehabt, die klären sollten, wie man mit einer Pandemie umgehen sollte. Ich würde dafür plädieren, dass man wirklich transdisziplinäre Teams bildet. Es darf nicht sein, dass man jetzt nur Virologen oder Epidemiologen in dem Team hat. Es müssen eben auch Spezialisten für evidenzbasierte Forschung mit dabei sein, die sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und die Empfehlung, die dann aus einer solchen Kommission kommen könnte, wenn man das wirklich alles richtig aufgearbeitet hätte, und das geht nur in Teams, die disziplinübergreifend sind, die müssten dann bei der nächsten Pandemie dann auch tatsächlich ernst genommen werden, dass man von vornherein anders anfängt, dass wir von vornherein auch tatsächlich flächendeckende, systematische Forschung machen. Ja, das ist in diesem Panikmodus untergegangen.
ich denke, dass man auch reflektieren muss, genau diesen Panikmodus, der ja durch bestimmte Maßnahmen, auch mediale Maßnahmen, so stark gefördert worden ist. Ja, ich kann es auch verstehen, auch dahinter steckt keine Verschwörungsideologie. Das Papier des Innenministeriums ist ja geleakt worden von Abgeordneten Watch schon relativ früh. Derjenige oder diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, sollten sich das wirklich mal anschauen. Das ist wirklich interessant. Und natürlich, ja, es steht in dem Papier drin, dass man der Bevölkerung Angst machen muss. Mhm. Ja, und dass man die Bilder aus Italien wiederholen muss. Dass man die Urangst vom Erstickungstod, den man eigentlich nicht haben müsste, wenn man medizinisch korrekt betreut wird, dass man den ins Bewusstsein bringen muss bei den Menschen. Warum schreiben Politikerinnen oder Politiker oder Behördenmenschen sowas? Wollen die die Menschen hinters Licht führen? Das ist sehr unwahrscheinlich. Wenn man tatsächlich die Argumentationsstruktur dieses Textes sich anschaut, stellt man fest, dass sie selbst Angst haben. Und dass dann eben diese Geschichte kommt, ja, willst du wirklich verantworten das? Mhm. Ja, und deswegen ist es so gemacht worden. Dahinter stand ja eben kein perfider Masterplan, wie ich schon sagte. Aber genau das dürfte beim nächsten Mal nicht passieren. Fra Jovetz hat mir immer so schön gesagt, heiße Eisen muss man mit kühlem Verstand anpacken. Und das haben wir nicht gemacht. Wir haben im Panikmodus auf etwas Bedrohliches wie das Coronavirus reagiert. Und dieser Panikmodus hat nicht dazu geführt, dass wir die besten Entscheidungen getroffen haben. Also ich glaube, dass es deutlich besser ginge, obwohl es schwierig ist. Ja, weil du hast erstmal keine empirischen Daten und musst irgendwelche Modellrechnungen machen. Aber es ist eben wichtig, dass man das rational reflektiert macht, dass man es tatsächlich mit dem langsamen Denken versucht und nicht mit diesen intuitiven Entscheidungen, die auch manche Politiker offenkundig ganz populär machen. Jemand da aus Bayern beispielsweise, der offensichtlich aus dem Bauch heraus immer die richtigen Entscheidungen trifft. Ich würde gerne, bevor ich nochmal den Chris frage, sagen oder anmerken, dass ich in Vorbereitung auf den Abend heute bei dem Thema dachte oder ja, was mich gespürt habe, was mich bewegt, ist, dass diese Gleichzeitigkeit von dem Fakt, dass wir heute so viel über die Welt wissen, wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Und mein Eindruck ist, dass die Bereitschaft, gezielt zu desinformieren, auch so hoch ist wie nie zuvor. Wobei ich da auch ein Fragezeichen hintersetzen würde, weil ich weiß auch, dass es wahrscheinlich zu jedem Zeitpunkt möglich war, Desinformationskampagnen zu machen und auch im Interesse von Menschen war. Meine Frage ist, ob sich das durch diese Lautsprecher, die das Internet bietet, einfach sozusagen verschiebt und dadurch lauter wird, wahrnehmbarer, oder ob es de facto sich multipliziert und mehr wird. Also ich denke zum Beispiel jetzt nur, weil es konkret vor uns steht, an diese US-Wahl und an den Präsidenten, der jetzt gezielt die Briefwahl diffamiert, die ja jetzt in Corona sehr notwendig wäre und jetzt sozusagen schon verbreitet, dass das der schmutzigste Wahlkampf wird, den es je geben könnte. Also das ist jetzt ja nur ein Beispiel, einfach um das entgegenzustellen. Man weiß so viel, wir haben so viele Möglichkeiten, eben nicht unseren Missverständnissen aufzuliegen. Und trotzdem gibt es so viele Akteure, die das aktiv betreiben. Würdest du sagen, dass das mehr geworden ist oder ist das einfach nur ein Eindruck? Zum einen gibt es nicht nur eine Schere zwischen Arm und Reich, sondern auch tatsächlich eine Schere zwischen den Menschen, die mit dem Medium Internet umgehen können und andere, die es weniger gut können. Mhm. Das ist natürlich da. Aber Verschwörungsmythen haben immer eine große Rolle gespielt, mhm, und sie wurden sehr strategisch auch eingesetzt. Der Nationalsozialismus beruhte nur auf einem, oder nicht nur, er hat ja natürlich auch finanzielle Hintergründe gehabt, aber ganz wesentlich, die ganze nationalsozialistische Ideologie ist ein reiner Verschwörungsmythos. Mhm. Ja, aufbauend auf dieser Fälschung der Protokolle der Weisen von Zion.
Ja, und eine so erfolgreiche Fake News wie diese Protokoll der Weisen von Zion, ein ganz schlimmes antisemitisches Pamphlet, hat es in den letzten Jahrzehnten gar nicht mehr gegeben. Ja. Ja, aber das hat Menschen weltweit geprägt. Zum Teil leider immer noch. In der islamischen Welt gibt es viele, die tatsächlich meinen, die Protokolle der Weisen von Zion sei ein Papier, das tatsächlich ein Treffen von jüdischen Hintermännern protokolliert hat. Das ist sehr erfolgreich. Und wenn wir uns anschauen, welche Desinformationen im Kalten Krieg gelaufen sind, also es ist nicht so, als wäre das was komplett Neues. Ja. Die Medien sind ein bisschen anders geworden und es gibt jetzt natürlich für jeden die Möglichkeit, seine verrücktesten Ideen zu publizieren. Ja, du kannst ja alles Mögliche machen. Wir haben auch die technischen Möglichkeiten, Fake-Videos zu erzeugen, wo du es gar nicht mehr so erkennen kannst. Das heißt, wir werden noch in eine ganz, ganz andere Stufe kommen, was jetzt die Fälschung von scheinbaren Fakten betrifft. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Medienkompetenz schulen, dass die Menschen wissen, dass etwas, was irgendwo schwarz auf weiß oder rot auf gelb geschrieben steht, dass das eben deshalb nicht richtig ist. Und dass man alles eben kritisch rational hinterfragen sollte. Ich bin auch der Meinung, dass so etwas, natürlich nicht so kompliziert formuliert, wie ich das heute gemacht habe, aber das, was ich hier vorgetragen habe, eigentlich in den Schulunterricht gehört. Ja, dass Kinder, dass Schülerinnen und Schüler von Anfang an lernen, kritisch rational zu argumentieren. Ja, weil das ist die Grundlage von allem. Ja. Und dass es eben nicht so passiert, ach, jetzt sieht man die schöne Folie nicht. Ich gucke ja immer auf diese wunderbare Zeichnung von Perscheid. Das kann das Studio jetzt nicht mehr einblenden, gell? Oder vielleicht doch? Nee, geht nicht. Dass Menschen ihre eigene verzerrte Sichtweise auf die Welt absolut setzen. Ja, und ich denke, da müssen wir noch auch als Aufklärungsbewegung, wir auch als Stiftung, noch sehr viel mehr tun, da ist er, der Perscheid. Ja? Wahrscheinlich hat das eben kaum jemand lesen können. Ja, was sagt er da? In Wirklichkeit wird diese Straße gar nicht schmaler. Das scheint nur so durch die Perspektive. Ja, und er sagt, dieser Zwerg lügt. Ja, ich finde, das sagt alles letztlich aus, denn genau so läuft es und genauso agieren jetzt nicht nur die Verschwörungsgläubigen, sondern wir selbst. Jeder von uns muss sich selbst an die Nase fassen. Ja, und das ist, glaube ich, der wichtige Schritt, den man gehen muss. Ja? Man muss begreifen, dass man selbst ganz viele kognitive Verzerrungen hat. Dass man eben nicht die Welt so sieht, wie sie losgelöst von deiner Wahrnehmung existiert, sondern du hast ein spezifisches Fenster, du bist von spezifischen Filterblasen geprägt und wahrscheinlich ist das, was du für absolut richtig und bedeutend hältst, etwas, worüber Menschen künftiger Generationen nur müde lächeln können. Und wenn man das im Kopf hat, glaube ich, dann kann man sich allmählich nach oben irren. Das gefällt mir so gut, dieses Bild, dass man sich nach oben irren kann. Ich denke, da ist noch einiges zu tun, aber ich habe auch das Gefühl, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Auch das Buch von Daniel Kahneman war ein Riesenbestseller. Ja, es ist nicht nur, dass die Corona-Fehlalarm-Bestseller, sondern es gibt ja eben viele gute Bücher, die sich immer noch gut verkaufen. Und ich würde mir wünschen, dass einige Menschen mehr diese guten Bücher lesen würden. Dann würde es auch leichter fallen, auf irgendwelche Hoax sofort als solche zu erkennen. Ja, danke. Ich frage noch mal bei euch nach. Ist noch? Ja, wir haben Ja. noch ein paar Fragen, die eingetrudelt sind. Gerne. Und zwar, ist der Placebo-Glaubensansatz nicht auf jede Gruppenidentität anwendbar? Okay. Absolut. Ja, das trifft auch auf evolutionäre Humanisten zu. Die Frage natürlich, und das habe ich ja eben auch gesagt, keiner lebt außerhalb von Filterblasen, aber Filterblase ist nicht gleich Filterblase. Die unterscheiden sich in den Qualitätsmerkmalen, die sie haben. Die Gefahr ist aber immer, immer da. Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich traut,
eine Gegenmeinung zu formulieren. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viele erboste Reaktionen auch geben kann zu meinem heutigen Vortrag, weil ich einige wahrscheinlich brüskiert habe damit, dass ich entweder nicht auf der Seite der Corona-Skeptiker stehe, noch auf der Seite derjenigen, die da sofort den Weltuntergang sehen. Ja, und es ist schwierig. Wir haben es bei vielen Themen gehabt. Wenn man sich, viele Gruppen neigen halt diesem Dualismus von Gut und Böse, Freund und Feind zu. Und wenn man diesen Prinzipien nicht entspricht, dann gibt es oft eben negative Reaktionen. Und das ist aber eigentlich gut. Es ist eigentlich gut, denn wenn man eben nicht eine Pluralität in der Gruppe hat, dann führt das zu einem sektenhaften Phänomen. Und das ist etwas, was wir, deswegen, es gibt auf der Giordano Bruno Stiftung Seite eine entsprechende Note, also ein Artikel, der heißt, Pluralität ist eine Stärke, keine Schwäche. Weil viele Menschen werfen uns vor als Stiftung, ihr habt X, der ist Veganer und Y ist ein Fleischesser. Wie können die in einer Stiftung sein? Oder beim Thema Umgang mit dem politischen Islam haben wir Menschen, die sehr scharf dagegen vorgehen, andere, die sagen, naja, das darf ja nicht zum Muslimenhass werden. Wir haben zum Thema Sexualität unterschiedliche Positionen. Einige, die eben sehr starken biologischen Ansatz haben, das sehr stark betonen. Andere, die stärker den kulturellen Gender-Ansatz betonen. Und dann sagen die Leute, ja, warum ist denn X bei euch eine Stiftung? Das sind natürlich immer die von der Seite. Während die von hier dieser Seite sagen, warum ist Y in eurer Stiftung? Kann doch wohl gar nicht sein. Und da mache ich halt immer klar. Und das ist eben meines Erachtens auch wichtig, damit es eben nicht zu diesen fürchterlichen Placebo-Effekten kommt, dass wir eine Stiftung von Freidenkern sind. Und eine Stiftung, die das freie Denken ins Zentrum stellt, kann nicht verlangen, dass die Menschen Scheuklappen blind einer spezifischen Spur folgen. Das würde auch dazu führen, dass wir also nicht nur sektenhaft werden, sondern dass wir stagnieren. Denn wenn du nur Menschen hast, die das Gleiche meinen wie du selbst, dann wirst du nie was Neues hinzulernen. Ich würde sagen, im Hinblick auf die Zeit, dass wir einfach noch zwei Fragen stellen jetzt, wenn die noch da sind. Andrea, ja. Chris? Also ich habe tatsächlich noch eine Frage aus dem Zoom. Ja, gerne. Und zwar, Moment, der Bernd Bödecker möchte gerne eine Frage stellen. Bernd? Ja, hört ihr mich? Ja, hallo. Sehr okay, schön ihr und seht deutlich. Mich, aber ihr hört mich. Ja. Ja. Ich würde gerne so auf dieses Thema, dass man keine anderen Meinungen äußert, die abweichend sind von denen in den der Gruppe, in der man lebt, nochmal zurückkommen wollen, weil ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass diese ganze Diskussion ein wenig unpolitisch ist. Wir sehen doch, dass Verschwörungstheorien jetzt gerade in Mode sind. Sie waren auch schon vor Corona in Mode. Es hat auch bestimmte Zeiten zuvor gegeben, wo die mal mehr in Mode gewesen sind, dann wieder weniger. Und so rein subjektiv würde ich sagen, war das immer irgendwie im Zusammenhang damit gestanden, dass es mehr oder weniger Unsicherheit in der Welt gegeben hat, dass Leute existenziell bedroht waren, wirtschaftlich bedroht waren und so weiter. Und ich finde, man kommt nicht umhin, sich auch dieser Frage zu stellen, wie kommt es denn überhaupt, dass solche Gruppen sich bilden, die fern jeder Rationalität irgendwelche Glaubenssätze erstmal intern und dann auch extern verbreiten und damit auch Erfolg haben. Das ist deine Frage? Ja. Ja. Also die Frage ist jetzt einfach die, so wie Michael das sieht. Ne? Ja, ja, danke. Du hast natürlich völlig recht. Das hat ja auch politische Dimensionen. Auch, man kann ja zeigen, dass ganz, ganz viele dieser Verschwörungsmythen auch antisemitische Elemente enthalten. Das ist
ein interessantes Phänomen, das ja auch hinreichend untersucht worden ist. Und es ist natürlich auch absolut richtig, dass in Zeiten der Verunsicherung der Wunsch nach Einfachheit, nach einem einfachen Welterklärungsmodell, wobei ich irgendwie finde, dass diese Welterklärungs-, also diese Verschwörungsmythen gar nicht so einfach zu verstehen sind. Also man muss sich da wirklich dahinter klemmen. Und auch bei den Religionen muss ich sagen, also es ist eigentlich nicht so, dass die einfachere Erklärungsmodelle liefern. Sie liefern einfach, aber eben Erklärungsmodelle, die schon lange etabliert sind. Ja, und auch dieses Muster von Gut und Böse, auf dem eigentlich jede Verschwörungstheorie oder Verschwörungsmythos aufsetzt, oder Ideologie aufsetzt, ist ja eine etablierte Art des Denkens. Und das ist natürlich auch im höchsten Maße gefährlich. Und es hat auch ökonomische Hintergründe. Wenn Menschen Angst davor haben, ihren sozialen, ökonomischen Status zu verlieren, dann neigen sie sehr viel eher zu solchen Theorien. Ich habe das, oder nicht Theorien, sondern Modellen des Denkens, ich habe das auch in die Grenzen der Toleranz beschrieben. Ja, auch der Erfolg von Trump kann man letztlich auch erklären darüber, wenn Menschen sich als Individuen nicht mehr wahrgenommen fühlen in einer Gesellschaft, die ökonomisch so ausgerichtet ist, dass wir quasi einen neuen Feudalismus haben. Ja, die Vermögenden können kaum oder müssen kaum etwas tun, um ihren Status zu erhalten. Und die Marginalisierten können kaum etwas tun, um ihren Status zu verbessern. Und wenn man in einer solchen ökonomischen, sozialen Situation ist, wenn das Individuum nicht mehr das Gefühl hat, als Individuum wahrgenommen zu werden, dann gibt es einen viel stärkeren Druck dahin, als Mitglied einer Gruppe wahrgenommen zu werden, als einer, der zu den Auserwählten gehört. Ne? Und das hat der Steve Bannon, das hat auch Trump, das haben die in dieser Hinsicht natürlich ganz geschickt ausgenutzt. Sie haben eben den Amerikanern das Gefühl gegeben, wieder großartig zu sein und auf andere Menschen herabzublicken, beispielsweise auf die Mexikaner oder die Muslime. Und das ist ein Mechanismus, der altbekannt ist und der Verschwörungsmythologien natürlich auch, da gibt es einen Überschneidungspunkt zwischen diesen beiden Konzepten. Und es ist ganz wichtig, dass wir etwas dagegen tun, nicht nur reden, sondern wir müssen auch tatsächlich dafür sorgen, dass die ökonomischen Verhältnisse sich verändern, dass Menschen auch das Gefühl haben, dass sie etwas verändern können in ihrem Leben. Nur bin ich jetzt hier als Philosoph und habe die Aufgabe gehabt, über ein Thema zu sprechen wie Fakten, Fakes und gefühlte Wahrheiten, warum es uns schwerfällt, rational zu sein, und habe mich da konzentriert auf das, was tatsächlich in unserem Kopf passiert. Und ich halte das auch für relevant, übrigens auch im politischen Kampf gegen diese extremistischen Strömungen ist es super wichtig. Ich habe das Beispiel von Rechtspopulisten aufgezeigt. Es ist unglaublich wichtig, dass wir ihnen Recht geben, wo sie Recht haben. Ja? Und sie nur dort kritisieren, wo sie im Unrecht sind. Denn ansonsten können sie eben mit ihren Halbwahrheiten triumphieren. Und das halte ich für eines der großen Probleme in den letzten Wochen und Monaten, dass man quasi von vornherein gesagt hat, wenn X etwas sagt, dann muss es irrational und falsch sein. Und das hat leider nicht dafür gesorgt, dass X marginalisiert worden ist, sondern dass X für viele attraktiv wurde. Und ich glaube, wir müssen zu einem rationaleren Umgang und auch vielleicht sogar zu einem respektvolleren Umgang mit Leuten finden, die teils merkwürdige Thesen vertreten. So. Ja, dann gerne eine letzte Frage von euch. Wer möchte? Ja, die schließt sich tatsächlich daran an, die letzte Frage. Um diese, ja, wie du gerade gesagt hast, Michael, diese Menschen, die eben dann nicht marginalisiert wurden und den respektvolleren Umgang damit. Wie unterscheidest du, also du hast ja auch vorher gesagt, dass gerade in wissenschaftlichen Diskursen, da hast du ja auch völlig recht, auch unterschiedliche Meinungen wichtig sind und Auseinandersetzung und Streitbarkeit. Wie unterscheidest du tatsächlich angebrachte Einwände und Fragen von Einwänden und
Fragen von Pseudo-Experten sozusagen, denen man wissenschaftlich eigentlich gar nicht, ja fast nicht vernünftig begegnen kann? Oder ist diese Unterscheidung für dich überhaupt wichtig? Gehst du damit ganz anders um? Ja, das Gute ist ja, deswegen habe ich ja die 10 Gebote der Rationalität hier dargestellt. Also man kann tatsächlich mit diesen Kriterien interne Widerspruchsfreiheit, externe Widerspruchsfreiheit, Sparsamkeit des Erklärungsmodells, Kritisierbarkeit, Vermeidung logischer Zirkel, Willkürfreiheit, Unparteilichkeit, Vorrang der besseren Problemlösung, Praxistauglichkeit und Einsicht in die Begrenztheit rationaler Erkenntnis. Mit diesen, wenn man das verstanden hat, kann man relativ gut Aussagensysteme voneinander unterscheiden. Und das ist ja, man kann eben unterscheiden, was ist denn etwas, was immerhin plausibel genug ist, dass man es möglicherweise empirisch überprüfen könnte. Wenn jemand sich logisch in einem logischen Zirkel bewegt, dann ist es unwahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist es eben Zeitverschwendung, darauf mehr Energie zu verwenden. Das Gleiche gilt, wenn ein Aussagensystem schon in sich logisch widersprüchlich ist. Ja? Corona, die Bill Gates-Verschwörung, eine der verrücktesten Verschwörungen. Ich habe auch mal eine Diskussion gehabt mit einem Anhänger, fruchtbare Diskussion war es nicht, aber es war eine Diskussion. Der hatte zwei völlig widersprechende Thesen. Die erste war, dass Bill Gates sein Vermögen massiv noch erhöhen möchte durch seine Beteiligung an Pharmaindustrie im Zuge der Corona-Maßnahmen, weil da ja massenhaft Impfstoffe eingesetzt werden. Das war These Nummer 1. These Nummer 2 lautete, dass Bill Gates Teil einer großen Freimaurerverschwörung ist, die im Zuge der Corona-Maßnahmen die Weltbevölkerung auf 500 Millionen Menschen reduzieren will. Sind das jetzt zwei Aussagen, die ich noch empirisch überprüfen müsste? Nein, denn ich kann feststellen, dass zwischen Aussage 1 und Aussage 2 ein extremer logischer Widerspruch besteht, denn es dient nicht gerade der Vermögenssteigerung, die Zahl der potenziellen Konsumenten so drastisch zu reduzieren, losgelöst davon, dass die Weltwirtschaft kollabieren würde mit nur 500 Millionen Menschen. Das heißt, wir haben bestimmte Kriterien, die man auch relativ leicht, wenn man es mal gelernt hat, nun bin ich Berufsphilosoph, musste das irgendwie lernen, das müssen andere vielleicht nicht, aber es ist eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man das gelernt hat, dann hat man gute Kriterien, um möglicherweise eher rational von möglicherweise eher irrationalen Aussagensystemen zu unterscheiden, was zeigt, dass es durchaus hilfreich sein kann, sich mit Philosophie zu beschäftigen. Also Leute, macht das. Ja, ist doch ein schönes Schlusswort. Ich wollte jetzt das beenden. Danke, danke schon mal soweit. Danke an Michael Schmidt-Salomon. Ja, bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, möchte ich noch mal hinweisen auf unsere Ausstellung. Da hat kein Philosoph mitgewirkt, aber 68 Künstlerinnen und Künstler haben ihre Interpretationen zu unserem Thema Wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus dort hingestellt und es lohnt wirklich zu gucken. Wissenschaftlichen Input gibt es wieder in 2 Tagen. Das ist der nächste wissenschaftliche Vortrag, der innerhalb unserer Ausstellungsreihe stattfinden wird und zwar wieder hier und auch zur gleichen Zeit. Da kommt der Kernphysiker Dr. Holm Hümmler, der sich mit Quantenphysik beschäftigt, die oft ein Einfallstor für die Esoterik ist. Und der Vortrag schlüsselt auf, wo Esoterik physikalische Begriffe missbraucht und pseudowissenschaftliche Behauptungen aufstellt. Und dann 2 Tage später, nämlich am Samstag, wieder um 18.30 Uhr, kommt die Schirmherrin des Star Art Award, Dr. Nathalie Grams, die mit euch über Homöopathie und Pseudomedizin diskutiert und auch eben darüber referiert. Und dann kommen wir zum Ende des Star Art Awards, nämlich am Sonntag um 15 Uhr wird die Preisverleihung live übertragen. Da werden die Künstlerinnen oder Künstler ausgezeichnet, die den Art Award dann auch gewonnen haben. Das könnt ihr live verfolgen. Es ist nur online auch. Damit ist der Art Award quasi aber nicht zu Ende, weil wir bis Ende des Jahres im Nachgang zur Ausstellung noch 4 Comic-Lesungen stattfinden lassen. Wir haben 4 namhafte Cartoonisten gewonnen. Unter dem Motto wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus jeweils eine Lesung und Show für uns zu gestalten. Den Auftakt macht im August noch Piero Masterlerz.
Im September kommt dann Dorte Landschulz und im Oktober Till Mette und im November Oliver Ottich. Und weil das jetzt wahrscheinlich viel zu schnell ging, würde ich einfach empfehlen, guckt nochmal auf unsere Homepage www.aufklärungsdienst.de. Da findet ihr alle Termine und Zeiten und Orte. Und das war jetzt der Werbeblock. Und damit kommen wir jetzt tatsächlich zum Schluss. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, weil damit diese Sendung heute möglich war, haben viele Menschen mitgewirkt. In erster Linie möchte ich mich bedanken erstmal beim Düsseldorfer Aufklärungsdienst und natürlich bei der Giordano-Bruno-Stiftung und dem Humanistischen Verband. Dann natürlich bei der Technik, der Kamera, der Aufnahmeleitung und der Regie, ohne die gar nichts gegangen wäre heute. Und natürlich auch beim virtuellen Studio VR3 hier in Düsseldorf, ohne das auch nichts gegangen wäre. Und natürlich bei unserem Gast Michael Schmidt-Salomon, ohne den wir keinen Inhalt gehabt hätten. Und bei euch an den Rechnern zu Hause, die ihr uns Fragen gesendet habt und mit uns gesprochen habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dass ihr in 2 Tagen wieder einschaltet, zuschaut und auch gerne Fragen stellt. Ja, und ihr könnt alles nochmal nachschauen auf YouTube, so oft wie ihr wollt und auch gerne teilen, wenn es euch gefallen hat. Ja, und uns bleibt dann nur noch, euch einen schönen Abend zu wünschen und auf bald zu sagen. Tschüss. Ciao.